Hallo Leute und herzlich willkommen zu True Payday The Haste. Ja, mit dem Game Boy zusammen und einem Random Player, der hier fröhlich vor sich her rennt. Ja, und auch Hallihallo und herzlich willkommen aus meiner Ansicht mit dem Slarius. Jo. Ja, wir haben nämlich folgendes Problem gehabt, die Mission ist zu zweit echt, wenn man es lang nicht gespielt hat, echt nicht packbar. Da muss man einfach alles beachten. Wenn man sie ewig lang und dauerhaft spielt, kann man sie auch sogar solo machen. Genau, aber dafür sind wir einfach so lange raus, dass wir uns einfach gedacht haben, komm, lass random mitspielen. Die haben ja die Erfahrung. Lass uns irgendjemanden raussuchen, der ein bisschen mehr in der Materie drin ist als wir. Und ihr seht ja, wir sind schon wieder sonst wie gehittet, ne? Und der hat so gut wie, ja, kurz mal ein Pflaster draufgeklebt und schon geht's weiter. Gottes Willen. Der Gamer wird versucht, nochmal den Trick nach hinten schon durchzulaufen. Ja. Ah, er hat ihn gemischt. Übrigens, jetzt fangen schon die Cops an, dort hinten zu spawnen. Also, ab dann, wenn er gemischt hat. Das ist gut zu wissen. Ja. Und wir haben noch einen weiteren Mitspieler, Leute. Das ist gut. Geil, wenn er jetzt bei mir respawnt, dann kann er mich direkt mal hochhauen. Ja, tut er. Nicht. Fuck. Sorry. Kraftausdrücke, die nicht sein sollten. Okay. Ich werde nicht weit kommen. Nein, nein, bleib dort. Er hat ihn schon abgecached. Und so kann ich immerhin hier ein wenig für Geplänkel sorgen. Okay, die räumen die Brücke ganz normal. Sind wir vielleicht zu schnell an der Sache rangegangen? Eigentlich nicht, oder? Die gehen halt ein bisschen langsamer vor, wir sind es halt von früher gewohnt.
Na, wobei. Eigentlich gar nicht verkehrt, weil dann kann man hier das Ganze etwas abfedern. Für das Schild. Lauf. Hinter das Auto geduckt. Ja, das mir geklappt, war wohl nichts. Ja, das. Ah! Okay, Leute. Dann machen wir das gleich nochmal vom Turm aus. Wir haben. Ja, von daher, bis gleich. Ja, ich bleib jetzt einfach mal gerade in der Aufnahme drin. Ja, okay, dann mache ich das auch. Was soll der Geist? Ihr habt gesehen, wir haben zumindest einen dritten Spieler gehabt und jetzt einen vierten, also sind wir jetzt von daher voll. Und somit läuft alles zu dir. Und wie wir sehen, sind so, alle Max. Jetzt kann man auch hingehen und kann sagen, ich mach. Oh, ey, das ist jetzt wieder. Ja, ich mache Aggressor rein, dann haben wir mehr Schaden. Okay. Ja, dicke Haut dreimal ist Tipp. Ist top. Ich nehme eine Arzt. Ja, mach mal. Zwei Sunny ist ganz gut. Am Anfang Sunny und eine Muni. Zwei Sunny, zwei Muni ist genau. Passend. Dann ab dafür. Ich will jetzt noch das M. Dein Granatwerfer nimmt raus. Das hat irgendwie auch zwar was gebracht, aber ist auf langer Sicht nicht gerade förderhaft. Du brauchst eher Munition, als dass du da sagst, Fläche. Bist auch sowieso eher jetzt Aiming bezogen gewesen und nicht auf Fläche, sag ich mal. Okay. Mal sehen, ob mit ein bisschen Glück. Was schade ist, dass wir den KI-Ladefehler schon lange nicht mehr hatten. Wahrscheinlich haben sie den schon längst gefixt, ne? Gamerwood. Keine Ahnung. Du änderst den? Oh ja, das ist wenigstens. Also wir haben jetzt einen Bot und drei Spieler, das dürfte eigentlich reichen. Wie jetzt ein Bot? Ja, ein Spieler ist rausgegangen. Oh, schade. Das ist natürlich suboptimal, aber schade. Kann das jetzt, danke. So, okay. Zurück nach vorne. Das heißt, wir kriegen eventuell gleich nochmal einen Real Random mal rein. Wie sieht's beim zweiten Heli aus? Semi gut. Die sind alle gelandet. Der erste Heli, den habe ich runtergeladen. So. Sorry, aber kann nichts riskieren hier. Das muss jetzt laufen, Leute. Ja. Weil wir haben jetzt schon so viele Fail-Aufnahmen auf gut Deutsch. Ja, deswegen werden die meisten Fails werden wir rauslöschen. Also bei mir auf jeden Fall werden ich werde auch eine Folge rausschmeißen, wahrscheinlich, Leute. Deswegen bei mir bitte werden die meisten Fails nicht zu sehen sein. Ich
bin mal gespannt, wie die Aufnahme jetzt wird, ob wir das Ganze schaffen. Wäre zumindest wünschenswert. Und nach der Aufnahme werde ich ganz kurz mal kontrollieren und reingucken in die Aufnahme und gucken, wie weit inwiefern die Qualität sich jetzt verbessert oder ob es nicht funktioniert hat. Das werden wir dann sehen. Ich weiß nicht, ob der den Heilkram mit hat oder den Munikram mit hatte, der Spieler. Dazu muss man halt sagen, ich kriege auch langsam Krämpfe in meiner Maushand, in meinem Arm. Ich gestern Abend schon den ganzen Abend nur Schmerzen wegen Arbeit. Ich hoffe, dass es jetzt nicht direkt wieder extrem so heftig wiederkommt. Das wäre echt unpraktisch. Ich habe gestern den halben Abend pennen können, Digga. Ich habe einfach nur Schmerzen gehabt. Ich lag da und wusste nicht, wie ich mich hinlegen soll, dass ich... Ich wusste nicht, wie ich mich hinlegen sollte gestern, echt. War hart. Hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Du könntest jetzt gut durchlaufen. Okay. Komm. Der läuft hier schon wieder so ein Zickzack-Scheiß. Bitte was? Achtung, ihr habt ein Schild auf eurem Hochweg. Gut, ich bin halt in eine normale Einheit gerannt und bin draufgegangen. Ist auch mal was Neues. Ich würde sagen, wir machen das nicht mit den Vorrennen, weil das funktioniert echt nicht so gut. Joa, dann werden wir gucken, dass wir direkt danach weiter... Jo, er hat eine Munitionstasche. Das heißt, deine Arzttasche ist hier gefragt noch. Gleich. Steht. Naja, ist auch nicht verkehrt. Sind wir auf jeden Fall mal alle wieder voll.
Okay, das ist okay. So. Wir haben eine Geißel. Drei werden mir gezeigt. Wir haben ja im Haus verteilt. Okay, irgendjemand hat den Polizisten erschossen, den ich als Geißel hatte. Nett. Dumm und nett. So, ich nehme eine Geißel. Okay, es läuft relativ gut. Er sollte nur den Ballon nachladen. Rauf. Ja. Er hat ihn. Hat er ihn? Ja. Oha. Wow. So, hinter dem denk dran, hier dahinter sind immer massig, ich weiß. Scheinwerfer. Hä? Was ist denn das für ein Schwachsinn auf einmal? Ja, helf mir doch, Wolf, du behindertes Stück Scheiße! Das ist Dallas, aber... Okay, Leute. Mann! Wir machen erstmal eine andere Mission und holen die nach, würde ich sagen. Erstmal Aufnahme, Feierabend. Also wir holen die nach, Leute. Wir machen eine andere Mission vom Payday und holen die nach, Leute. Versprochen. Von daher quasi die als... eine Folge nach der eigentlichen Mission. Ihr versteht ja schon. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wir sind raus. Euer Gamemode, euer Salz. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.